Hallo und willkommen bei den Brickfreaks. Heute wieder mit Frank und einem etwas älteren Lego-Set. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum stellt ihr hier so eine olle Kamelle vor? Ich stelle euch deswegen diese olle Kamelle vor, weil die Müller gerade rausgehauen wird, bis zum Gehtnimmer. Normalerweise kostet das Set 30 Euro. Bei Müller gibt es momentan 50% Rabatt auf das Set. So habe es ich auf jeden Fall gekauft für 14,99 für 347 Teile und das fand ich natürlich super. Und ihr wisst ja, ich muss meine Stadt noch ein bisschen bevölkern. Für alle, die sagen, zeig endlich deine Stadt. Ich habe ja gesagt, ich fange erst an. Der Keller wird jetzt ausgeräumt, da steht der Termin. Sets habe ich schon einen ganzen Haufen. Und Platten und alles und Häuser. Aber erst muss der Keller leergeräumt werden und neu verkabelt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Hier haben wir ein Set aus ihrer Küstenwache-Serie. Und hat 347 Teile. Wie gesagt, guckt mal im Müller Drogeriemarkt. Hier in Ludwigshafen haben sie es billig rausgehauen und in Mannheim. Vielleicht gibt es es auch günstig im Müller in eurer Nähe. Was wieder ein bisschen typisch Lego ist, 347 Teile und sie hauen echt drei Anleitungen raus. Das ist unfassbar. Eine für den Jeep, eine fürs Bötchen und eine für den Anhänger. Drei Minifiguren sind dabei. Schauen wir uns mal an. Der eine fällt schon gleich um. So, da haben wir ihn hier. Ganz gut gelungen. Print, super. Kann man nichts sagen. Dann die Dame hier, die das Bötchen steuert. Hat auch ein Fernglas in der Hand. Bei ihr mag ich Aufdruck von Brille. Und ich finde das Haarteil eins der besten von Lego für Frauen. Ist toll. Und dann haben wir hier noch den Taucher. Cool mit den Flossen, hat auch eine Unterwasserkamera. Mit dem Schnorchelset. Ist schön. Und von hinten sieht man jetzt nicht viel vom Druck wegen der Sauerstoffflasche. Dabei haben wir diesen Oktopus. Ja. Nichts Besonderes, aber okay. Das kleine Bötchen, wo der Taucher drin ist, wo die Küstenwache ihn aus Seenot befreien muss. Da frage ich mich, was die roten Dinger da sollen. Naja, ohne Boje. Also auf dem Produktfoto, schauen wir mal hier, da klammert sich der arme Taucher hier an die. Ah, jetzt kapiere ich. Okay, Entschuldigung. Da klammert sich der Taucher an die Boje und jetzt weiß ich auch, was das, die roten Dinger sollen. Der Motor steht in Flammen. Mann, Frank. Heieiei, der Motor steht in Flammen. Okay. Ja, dann tun wir das Ganze mal kurz auseinander. Klabustern. Ja, fangen wir mit dem Auto an. Auto finde ich sehr gelungen. Schönes kleines City-Auto. Maßstabsgetreu. Hat auch endlich mal wieder Türen, was in letzter Zeit oft das mal weggelassen haben. Ja, er hat den Aufkleber mal wieder schief aufgebracht. Er war zu faul, die Pinzette zu holen. Aber ich habe das Ding irgendwie nachts um 1 Uhr gebaut. Was ich gut finde, ist der hohe Radstand, also die bis zum Kotflügel. Das ist wirklich so Pickup-SUV-mäßig, Jeep-mäßig. Von daher vollkommen okay. Dach hier oben können wir schnell aufmachen. Was fehlt, ist ein Sitz. Allerdings ist hier beim Anhänger ein Sitz dabei. Und den kann man sich dann da auch reinzimmern. Ansonsten haben wir hier noch zwei Aufkleber. Die sich leider vom Weißton her extrem zu den Teilen, auf denen sie aufgeklebt werden, unterscheiden. Kann man aber mit leben. Den Jeep finde ich echt klasse. Auch die Farbkombination ist okay. Vom Küstenwachen-Thema. Ja, mit dem Orange, das passt schon. Dann das Coast Guard Schiff, finde ich auch richtig nett. Das Turbo-Schlauchboot hier mit zwei Propellern, die haben sie auch schön gemacht. Absolut top. Unten, na, da fällt schon, ja, ihr seht schon, da fällt schon wieder die Hälfte ab. Da unten, das ist auch schön auf dem Boden gleitet. Heieiei. Das, was da rausfällt, sind nur Ersatzteile, die Beilagen. Ja, das ist nichts rausgefallen. Das waren einfach Teile, die über sind, die habe ich da reingeschmissen. Ansonsten finde ich das Boot schön. Coast Guard hier ist ein Aufkleber. Das sind bedruckte Fliesen. Man glaubt es nicht.
aber es sind bedruckte Fliesen. Hier vorne das 04 ist auch ein Aufkleber. Dann haben wir hier bedruckte Fliesen oder bedruckte 2/3-Slopes für die Kontrollinstrumente. Ja, das finde ich absolut okay. Also kann man nichts sagen. Den Hänger finde ich auch richtig cool. Ah! Gibt es irgendwann mal ein Video, wo der Kerl nicht alles kaputt macht oder es ihm aus den Händen fliegt? Heieiei. Ich finde, den haben sie schön gemacht. Kann man nichts sagen. Hier vorne, das sind wieder Aufkleber. Ja, ich habe wieder schief aufgebracht. Da habe ich ein bisschen gerader. Wie gesagt, den Sessel hier, Sitz, kann man gut ins Auto schieben. Ja. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Also ich hätte mir das Set nicht für 30 Euro gekauft. Das wäre mir zu viel gewesen. Aber für die 14,99 drei echt gute Minifiguren, ein super Jeep, ein gutes Boot und einen guten Hänger, da kann man nichts falsch machen. Geht mal gucken in eurer Gegend, ob ihr das noch findet bei Müller. Also bei uns in Ludwigshafen hatten sie das noch mindestens 20 Mal rumstehen. Bei Müller in Mannheim noch 5-6 Mal. Guckt mal bei Müller Drogeriemarkt, wenn euch das Set interessiert. Ob es jetzt für eure Kinder ist oder für eure Stadt. Macht da nichts falsch. 347 Teile, 14,99. Thematisch gut, farblich gut umgesetzt, von den Figuren gut umgesetzt. Also ich habe ja wirklich nichts zu meckern an dem Set. Muss ich echt sagen. Hat Lego einen guten Job gemacht, ist schön designt. Absolut in Ordnung. Zu den Steinen, es gibt hier keine Besonderheiten. Absolut nichts. Es ist Lego City. Ja. Standardprogramm, gibt es nichts groß zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal, ob ihr den Preis okay findet für 14,99. Ich denke, da kann man wirklich nichts falsch machen. Das soll es schon gewesen sein. Kurzes Review, ist auch schon ein älteres Set. Ist, glaube ich, von 2016 oder 17. Ich habe es jetzt nur vorgestellt wegen dem Ausverkauf. Okay, Daumen nach oben für die Brickfreaks. Seid ihr neu beim Kanal, abonniert uns. Ich weiß, unsere Lego-Reviews werden nicht so oft geguckt. Ich weiß, ich mache sie trotzdem. Wenn es euch nicht interessiert, dann guckt sie einfach nicht. Alles, alles Gute, wünscht euch der Brickfreak eine schöne Woche. Und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye.